Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben in der Kneipe von Cardiff im Hafen. Auf der Suche nach Informationen. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Ja. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Ich gebe dir die Hälfte. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. 6. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzohr, weißt du das? Na, meinethalben, sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Lässt er sich einfach runterhandeln. Gib mir was zu trinken. Was hast du denn so? Zeug, okay, brauche ich nicht. Ich brauche Informationen. Was weißt du denn alles? Bürger brauche ich nicht, Arbeit weiß ich, Lernen, ja. Brauche ich gerade auch nicht, aber gut zu wissen, dass ich das hier alles erfahren kann. Vermutlich, hoffentlich, keine Ahnung, bestimmt. Gut, aber nachdem jetzt die letzte Folge ja so dialogintensiv war, hoffe ich, dass ich dieses Mal etwas mehr Spannung und Handlung hineinbringen kann. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das sieht blutig aus. Was machst du denn hier? Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellan macht sie noch verrückt. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Das liegt nicht daran, dass du sie irgendwie so schlachtest in deiner Hütte oder so? Ich weiß es ja nicht. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran, ich zahle dir 25 Goldmünzen. Das würde mein Kapital gerade... ziemlich sehr erhöhen. Ach, hier bin ich jetzt. Ah, und das nervt dich nicht? Nur das Hämmern? Das finde ich seltsam. Ich dachte, Lucy wäre ein Schaf. Was gibt's Neues? Ich frage mich, was die Paladine eigentlich hier wollen. Sie haben das Rathaus, die Kaserne und den Hafen besetzt, aber bis jetzt noch nichts unternommen. Wenn sie wegen der Orks oder der Banditen hier wären, hätten sie schon längst was unternommen. Es muss einen anderen Grund geben. Naja, das sind schon wegen Orks hier, ne? Habe ich ja erfahren. Ihr hämmert hier nicht. Das schaue ich mir nachher in Ruhe an. Wo ist der Hämmertyp? Wo ist denn dieser behämmerte Typ? Der muss doch hier irgendwo sein. Ach da! Fellan. Ich speichere mal lieber ab. Wer weiß. Hey, du! Das ist wirklich nicht mein Problem. Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Und deswegen hämmerst du an der Wand, weil dein Dach undicht ist. Ganz schön blöd von dir. Von mir erfährt keiner. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Ich muss mich denn noch alles kümmern. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Ich glaube da nicht dran. Wenn du mit der Hämmerei aufhörst, gebe ich dir 10 Goldstücke. Weißt du, mir geht es besser. Ui, sehr großzügig von dir. Aber dein Gold kannst du dir... Na, du weißt schon, wohin du es dir stecken kannst. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst.
Hör auf zu hämmern, oder ich brech dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmer ich mal ein bisschen auf dir rum. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das ist doch okay. Ach, das war ja einfach. Das war ja einfach. Und hat ein bisschen Erfahrung gegeben. Immerhin, ich raub dich mal aus, ne? Und während du bewusstlos bist, kann ich mich auch kurz hier drin umschauen. Oh, schau mal, eine Kiste, eine Truhe. Was hast du denn so? Ein bisschen... Oh, Äpfel. Sehr schön, Äpfel. Was? Ist das euer Haus? Das ist doch Fellans Haus. Warum verfolgen die mich? Bleib still, ihr Feigling! Habe ich mir jetzt echt versaut mit denen? Fände ich ja nicht so geil. Mein Gott, ein Kampf! Der was? Warum greift er mich an? Die hat mich vor ihm angegriffen. Was? Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, also da kommen zwei Leute aus dem Hafenviertel. Sie verprügelt ihn und dann. Also sie verprügelt mich und dann greift die Stadtwache auch noch mich an, oder wie? Das ist ja voll daneben, das geht ja mal gar nicht. So, dann gehe ich da, warte mal, hier so. Nochmal eben schnell durch. Was du nicht sagst. Ist alles klar bei dir? Ist alles klar bei dir? Ja, ich muss nur zusehen, dass ich alles wieder repariere. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Junge. Kannst du auch mal auf... Nein. Hör mal auf zu hämmern. Hör auf. Lass es lieber... Kann ich ihn denn nochmal ansprechen? Hey, und was passiert dann? Ich hätte das anders gemacht. Sag mal. Ach so, dann geht nur noch das da. Das wird... Er muss das gut. Ja besser wissen. Das Ausrauben der Truhe wird wohl leider nicht klappen. Aber immerhin habe ich den einen Apfel. Gut zu wissen, dass ich hier noch mehr Äpfel kriege bei dem in der Hütte. Allerdings muss ich da wohl mal irgendwann nachts mich reinschleichen oder so. Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fellern macht sie noch verrückt. Hä? Warte mal. Ah, muss ich vielleicht warten, bis er aufsteht und ihm den Schwur abnehmen. Hey, du. Ich hab... Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Warte mal. Da kannst du hier nichts dran ändern. Ich verstehe nicht ganz, wie er hämmern konnte, weil ich habe ihm ja die beiden Hämmer, die er hatte, abgenommen. Aber gut, wie vermutet, jetzt sollte das funktionieren. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Cool, dankeschön. Wie geht's den Schafen? Und, was machen die Schafe? Die Schafe fressen und werden immer fetter. Genau wie meine Frau. ja. Ich bin dann mal weg. Oh Mann, das sieht echt gefährlich aus. Ja, ich bin ja schon... Ich bin ja schon weg. Jetzt reg dich mal ab. Ich hätte dir gerade geholfen, ja. Sei mal ein bisschen freundlicher. Ich will gerade schauen, ob hier noch was rumliegt. Sieht nicht so aus. Und ganz ehrlich, das Gelaber von dem Typen stört dich nicht? Ich finde das grausam. Komm ich da hoch? Nö. Das funktioniert leider nicht. Wie viel Erfahrung habe ich? 2315. Ich brauche noch 685 Erfahrung, um endlich meine Felle abziehen zu können. Vielleicht sollte ich dann mal... Na, ich schaue einfach mal, was ich für die anderen so tun soll. Für die anderen, hier, Händler. Zum Beispiel, ein neues Gesicht. Zum Beispiel bei bist dem. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will?
Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ja. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Na, das klingt doch machbar. Das klingt doch machbar. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Na gut, was ist der denn da hinten? Was sucht der denn hier? Ach, das ist auch nur ein Bürger. Okay, Regis, den habe ich da auch schon mal gesehen, oder? Ja. Und hier ist ja auch noch einer von den Handwerkern oder Händlern, ne? Matteo. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne... was? Bist du nicht einer von denen, dachte ich? Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Was? Das geht gar nicht. Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Ja. Aber so viel Gold habe ich leider nicht. Zeig mir deine Ware. Wie viel Stärke habe ich? Keine Ahnung. Egal. Was, ja. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Na gut. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Okay. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Boah, so viel habe ich nicht. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Aha. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld.
Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Greta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harald, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Genau, Torben will mich nicht. Und warum nimmst du mich nicht? Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Okay, wen denn? Warte mal. Komisch. Kann ich ihn gar nicht drauf ansprechen? Die Sache ist die, wenn ich jetzt die Nichte des Tischlers ihr Geld abnehme, das sie ihm schuldet, dann wird der Tischler wahrscheinlich nicht mehr allzu gut auf mich zu sprechen sein. Dementsprechend würde ich jetzt versuchen, zuerst mal mir den Segen zu holen, damit ich seine Zustimmung habe, um danach dann das Gold zu holen. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das es das Land zerstöre. Hey, du. Aber Inos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land. Und er erwählte den Menschen. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Genau, Adanos ist der Gott des Ausgleichs zwischen dem guten Innos und dem bösen Belia. Ich hätte gerne deinen Segen zuallererst. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Gut, damit hätte ich das schon mal erledigt. Brauche ich noch so einen. Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Ach stimmt, den habe ich doch schon mal getroffen. Ja. Kann ich jetzt etwas spenden als Gegenleistung für den Segen? Ich will Adanos etwas spenden. Eine Spende an die Kirche Adanos würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern, mein Sohn. Wie viel kannst du geben? Welche Sünden? Ich habe doch gar nicht gesündigt. Ich habe zurzeit nichts übrig. Das ist nicht schlimm. Du kannst deinen guten Willen auch später noch in die Tat umsetzen, mein Sohn. Moment, doch, ich habe gesündigt. Ich habe das Schaf am Anfang getötet. Oh nein. Heilen brauche ich nicht. Gut, dann gebe ich mal den Brief ab. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Ja, aber er ist ja geöffnet. Hoffentlich ist er nicht in die falschen Hände geraten. In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Gute Frage. Wenn ich jetzt sage Kavalorn, dann gebe ich entweder zu, dass ich ihn geöffnet habe, oder ich reite Kavalorn in die Scheiße. Deswegen sage ich mal, dass ich ihn von Banditen habe. Dann war der Bandit der Böse, der den Brief geöffnet hat. Jawohl. Ich habe ihn einigen Banditen abgenommen. Bei Adanos. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn es so ist, wie du sagst, dann haben wir ein großes Problem. Ich werde mich so schnell wie möglich darum kümmern müssen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Ja, warum nicht? Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja,
Du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Kann ich da plaudern? Naja, bei den Geweihten bestimmt. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ja, Xardas hat nur gemeint, die Feuermagier dürfen nichts von ihm erfahren, ne? Ja, so war das. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Yeah, sehr schön. Was muss ich dann tun, um dafür... Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig, obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich, aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Ich habe viele Menschen befreit, die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? ...solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Wow. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Das werde ich tun. Das war Warte, ganz... Wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat.
Das war ganz schön viel Information auf einmal. Puh, gut. Ich habe aber seinen Segen. Ich würde jetzt mir als nächstes den Segen des Innosgeweihten holen, des Feuermagiers, den ich, glaube ich, schon mal gefunden habe. Nämlich hier drüben müsste das gewesen sein. Beim Freibierstand. Passenderweise. Wenn mich nicht alles täuscht, war das der da namens Ulf. Genau. Und beim nächsten Mal werde ich den ansprechen und um seinen Segen beten. Und bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.